Hallo, ich bin die Sanne Kurz und ich bin Abgeordnete für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag. Mein Stimmkreis ist im Münchner Osten und ich lese euch heute zum internationalen Vorlesetag aus Die Isar-Detektive, falscher Alarm. Und ihr seht schon, dass das alles voller Gewölbe ist und Keller und sowas. Das liegt daran, dass der Bayerische Landtag, wo das Parlament von Bayern auch ist, dass der in einem sehr, sehr alten Haus ist und wir haben tatsächlich solche Gewölbe bei uns im Keller. Und das erste Kapitel habe ich schon vorgelesen und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, der erste richtige Fall. Kommst du endlich? Flo, wir warten. In Elias Stimme lag unverhohlene Ungeduld. Er wollte endlich frühstücken und Flo versorgte natürlich wieder einmal ihre vielen Tiere. Die Stadtwohnung in München war zwar geräumig, aber Flo hatte es mit ihrem Tierfimmel geschafft, sie nahezu überall mit Käfigen, Körben und immer wieder neuen Bewohnern auszubauen. Die Wellensittiche Franz und Josef knabberten auf ihren täglichen Ausflügen gerne Zeitungen und Buchseiten an und keckerten alles mit kleinen weißgrauen Klecksen voll. Außer ihnen waren da noch die Meerschweinchen Wilhelm und Edmund, neugierig und unerschrocken wie seine Besitzerin Flo, sowie der nimmermüde Hamster Günther und die Schildkröte Horst. Da konnte es schon mal dauern, bis Flo alle Tiere versorgt hatte. Jedes davon hatte seine Eigenheiten und brachte eine Extraportion Aufmerksamkeit. Aber einer aus Flos Privatzoo war ein besonderer Schlawiner, der Kater Max. Der taugte definitiv nicht zum Hauskater. So oft wie er aus der Wohnung flitzte und anschließend in der gesamten Nachbarschaft, an der Isar, am Max-Weber-Platz, dort im Biergarten und wirklich überall herumstreunte. Mindestens zweimal die Woche sah man Flo durch die Gegend streifen, wie sie mal wieder auf der Suche nach Max war. Wenn es sein musste, setzte er sich schon mal durch ein offenes Fenster im ersten Stock ab und war dann Stunden nicht gesehen. Viele Nachbarn kannten Flo und ihren freiheitsliebenden Kater deshalb schon. Gerade allerdings hatte sie das Tier noch am Herausflitzen hindern können, als Balu am Samstagmorgen zum Frühstück eintraf. Max lag mittlerweile schnurrend und friedlich auf Mettis Schoß, während es sich von ihr am Kinn kraulen ließ. Immer mit der Ruhe, sagte Balu zu Elias, während Max sich genüsslich bis in jede einzelne Kralle ausstreckte. Wir haben Ferien, wir haben Zeit. Balus Gemütsruhe und seine beständig gute Laune waren beinahe sprichwörtlich. Manchmal zog ihn seine Klassenkameradin Flo sogar damit auf. Schließlich war er mit diesen Eigenschaften dem Bären Balu im Dschungelbuch nicht unähnlich, auch wenn er selbst eher klein und zierlich war. Aber als Balus indische Mutter Priya ihn damals so genannt hatte, kannte sie den Film noch gar nicht. Und Vater Hubertus konnte sich gegen seine resolute Frau sowieso nie durchsetzen. Elias, der seine Versuche, alle zum Frühstück zu zerren, seufzend aufgegeben hatte, schnappte sich die Zeitung. Schau mal, da ist ein Bericht über den Feueralarm gestern, meinte er. Er deutete auf ein Foto, das mehrere Löschzüge zeigte. Matti versuchte, in die Zeitung zu spähen, doch Elias hatte sie zu nah zu sich herangezogen. Das ist ja ein Ding, rief Elias plötzlich aus. Das war gar kein Feuer, das war ein Fehlalarm. Er stutzte. Aber das gibt's doch nicht. Spätestens jetzt horchten alle Freunde auf. Sogar Flo ließ die Packung Vogelfutter sinken. Elias fuhr fort. Während des Alarms wurde etwas gestohlen. Und was? Fragte Matti. Ein Gemälde. Eines von einem ehemaligen Landtagspräsidenten. Hans Grünfelder, heißt er. Elias deutete auf ein Faltbild, das sie in der Zeitung gefunden hatten. Es zeigte einen sitzenden, ernst dreinblickenden Mann mit sauberem Scheitel, gemalt in gedeckten, blau-blauen Farben. Aha, sie wunderte sich laut. Ist das so wertvoll? Warum sollte jemand denn das klauen? Im Landtag gibt's doch bestimmt noch Wertvolleres als so ein Bild von einem Politiker, der nicht mehr im Amt ist. Stimmt, ich weiß echt nicht, wer sich so ein Schinken ins Wohnzimmer hängen sollte, bestätigte Balu und rieb sich die Augen. Außer man ist Politiker, dann vielleicht. Aber andererseits, ich finde die Farben ja echt düster. Was ist jetzt? Wollen wir endlich was essen? Das war Flo, die nun vorbei an Balu, Kater Max von Matti
zu sich auf den Schoß holte. Balu quittierte das mit einem beherzten Niesen. Hier seht ihr übrigens, wie die alle sitzen und die Zeitung lesen. Ups, so kann man es, glaube ich, gut sehen, ne? Der Balu ist der mit der indischen Mama. Die Flo ist die mit den vielen Tieren. Und der Elias liest gerade. Und die Matti ist die mit der Brille. Ach Mann, ich vergesse immer, dass du allergisch gegen Tierhaare bist, Balu. Sorry, murmelte Flo in Richtung Balu, der sich mit dem Ärmel über die Nase strich. Sie ließ sich auf einem Stuhl am Küchentisch fallen und schnappte sich eine Körnersemmel. Wisst ihr, dass mir gleich was komisch vorkam bei dem falschen Feueralarm? Fragte Matti, die nun, da Max nicht mehr auf ihrem Schoß lag und sie beide Hände frei hatte, ebenfalls nach einer Semmel griff. Wieso? Fragte Elias. Als ich auf dem Klo war gestern, während ihr in der Kantine gesessen und euch um eure Krapfen gestritten habt, kam ein Mann heraus, in kompletter Feuerwehrmontur. Aber wenn Alarm ist, dann ist doch klar, dass da Feuerwehrmänner sind, meinte Balu. Aber Matti widersprach ihm sofort. Nein, nein, das war vor dem Alarm. Deswegen kam es mir ja so komisch vor. Das ist in der Tat seltsam, bestätigte Elias. Und was noch viel seltsamer ist, er trug eine Brille. Eine ziemlich auffällige Brille. Sonst hätte ich das gar nicht so genau gesehen. Na und? Du trägst doch auch eine Brille, meinte Flo. Aber Feuerwehrmänner nicht. Die brauchen entweder eine besondere Maske oder Kontaktlinsen. Steht in der Dienstvorschrift. Die habe ich gestern mal schnell gegoogelt. Schnell mal gegoogelt war Mattis Lieblingsspruch. Die schlaue Freundin von Elias, Flo und Balu war so wissbegierig wie gründlich, wenn es darum ging, etwas in Erfahrung zu bringen, was sie noch nicht wusste. Elias faltete nachdenklich die Zeitung zusammen. Denkt ihr, was ich denke? Zwar hob Flo nur die Augenbrauen, aber Elias fuhr sowieso schon fort. Das sind ein paar zu viele komische Dinge. Vielleicht sollten wir dem mal auf den Grund gehen. Wie bitte? Fragte Flo. Hatte sie richtig gehört? »Naja, als Detektive könnten wir doch...« »Moment mal«, unterbrach sie ihren Bruder. »Wir sind vielleicht Detektive, Matti, Balu und ich. Aber wenn ich mich recht erinnere, hast du dich gestern entschieden, kein Detektiv mehr sein zu wollen.« »Hatschi«, machte es dann neben ihr. Balu hatte einen Niesanfall bekommen, weil Max in der wilden Diskussion von Flo's Schoß runtergesprungen war und sich zu ihm gerettet hatte. Balu reagierte immer heftig auf Katzen und andere Tiere mit langem Fell. In Flo's halber Zoohandlung war es stets besonders schlimm. Doch von Balus Niesattacke ließ Elias sich nur kurz ablenken. Bis gestern hatten wir ja auch nur Kinderkram, mit dem wir uns beschäftigen konnten. Aber jetzt haben wir einen echten Fall. Du meinst, dachte Balu laut. Jawohl, wir übernehmen. Schließlich wohnen wir quasi direkt am Landtag. Wir waren vor Ort und wir haben die besten Beziehungen, meinte Elias. Er saß mit durchgedrücktem Rücken seinen Freunden gegenüber, rückte seine Mütze zurecht und ergänzte. Da ist noch was. Ich finde ja, dass wir dringend einen guten Namen brauchen, wenn wir als Detektivbande wiedererkannt werden wollen. Und welchen Namen hat sich der Herr ausgesucht? Fragte Flo mit deutlich genervtem Unterton. Sie mochte es nicht, wenn ihr Bruder mal wieder alle Entscheidungen alleine traf. Sie wollte schon gefragt werden, wenn ihr großer Bruder eine seiner einsamen Ideen hatte. Na, das ist doch naheliegend, sagte Elias. Die Isa-Detektive. Naheliegend, fragte Flo spöttisch. Doch, mischte sich nun Matti ein. Wir sind in München, die Isa ist nur ein paar Meter entfernt und selbst ich wohne in Landshut quasi am Fluss. Das passt, Elias, einverstanden. Ja, prima. Auch Balu hatte offenbar nichts dagegen. Nur Flo schmollte leise vor sich hin. Und was hat sich der Herr sonst so ausgedacht, was wir jetzt tun sollen? Fragte sie dann mit unverhohlener Ironie. Wir müssen uns umschauen, am besten gleich vor Ort, im Landtag. Vielleicht können wir ein bisschen mehr rausbekommen, antwortete Elias und ignorierte ihren herablassenden Tonfall. So schnell würde er sich nicht von seiner Schwester provozieren lassen. Und wie sollen wir das anstellen? Fragte Balu. Über deinen Vater? Fragte Matti. Nein, das geht nicht. Ich darf nicht so einfach irgendwo dort rumlaufen. Da kann mein Vater 100-mal der Chef der Landtagskantine sein. Aber da hatte Flo einen Gedankenblitz. Meine Großtante. »Unsere Großtante!« Sie sah Elias bedeutungsvoll an, der gleich kapierte. »Oh ja«, sagte er, »die kann uns bestimmt helfen. Tante Elisabeth ist Landtagspräsidentin. Elisabeth Kölbel.« »Von der habe ich mal gelesen«, sagte Matti, was keinen an diesem morgendlichen Frühstückstisch überraschte.
Von allem und jedem hatte Maddie schon mal gelesen. Sie war sowas wie ein wandelndes Lexikon. Elisabeth Kölbel ist noch nicht so lange Präsidentin, erst seit einem Jahr. Aber vorher war sie lange Ministerin. Eigentlich müsstest du sie auch kennen, Balu. Balu nickte. Natürlich kannte er Elisabeth Kölbel. Sie aß ja regelmäßig in der Gaststätte. Aber wir haben sie schon ewig nicht gesehen, meinte Elias. Wie lange ist ihr letzter Besuch her? 4 Jahre? Und das, obwohl ihr quasi Nachbarn seid? Fragte Balu. Warum denn das? Naja, sie hat einfach furchtbar viel zu tun, sagte Flo. Wir wollten uns immer mal wieder verabreden, was gemeinsam unternehmen. Und nie hat's geklappt. Sie dachte kurz nach. Dann entschied sie. Ich denke, dann ist jetzt die beste Zeit. Ich rufe gleich mal bei meiner Großtante an. Das Mein betonte sie ein bisschen, um Elias eins auszuwischen. Aber ihr Mini-Triumph währte nicht lange. Denn dann mussten sie beide doch ihre Mutter nach der Telefonnummer ihrer Großtante fragen. Auf die Schnelle fand diese nur die Büronummer. Als Flo noch am Frühstückstisch dort anrief, hatte sie jedoch nur ihren Assistenten am Apparat. Elisabeth Kölbel sei in ihrem Stimmkreis im Allgäu unterwegs, erzählte ihr Flo. Schließlich hätte der Landtag in den bayerischen Pfingstferien ja sitzungsfrei. Es sei purer Zufall, dass er heute an einem Samstag zu erreichen sei. Und auf Flos Drängen hin, es ist wirklich eilig, konnte er leider keinen schnelleren Termin anbieten. Auch nicht, als sie noch einmal betonte, dass sie die Großnichte von Elisabeth Kölbel sei. Am Dienstag in 10 Tagen ist sie im Haus, erklärte er. Aber da sind viele Besprechungen und einen Besuchertermin angesetzt. Nur zur Mittagspause hätte sie vielleicht eine kleine Lücke. Versprechen kann ich es nicht, dass das 100%ig klappt. Seid ihr trotzdem einverstanden? Natürlich, sagte Flo erst einmal zu. Aber als sie aufgelegt hatte, schaute sie enttäuscht in die Gesichter ihrer Freunde. Übernächsten Dienstag, seufzte sie. Das ist ja noch wirklich lange hin, fand Matti. So lange sollten wir uns als Gutdetektive aber nicht vertrösten lassen, sagte Elias. Kennst du nicht jemanden, Balu, der uns in den Landtag bringt? Möglichst schnell natürlich. Balu zuckte mit den Achseln. Doch gerade als er in seinen Kopf durchging, wen er vielleicht fragen konnte, hatte Matti schon eine viel bessere Idee. Wartet mal, rief sie. Sie lief raus in den Flur, kramte in ihrer Jackentasche und kam mit einer Visitenkarte zurück. Hier, Peter Gebhardt. Er hat uns gestern doch gesagt, dass wir ihn anrufen sollen, wenn wir mal eine Führung im Landtag wollen. Genau das machen wir jetzt. Da steht nämlich auch seine Handynummer. Kaum 10 Minuten später hatten die ISA-Detektive das erreicht, was sie wollten. Sie hatten eine Verabredung für das Maximilianeum. Peter Gebhardt hatte ihnen gleich einen Termin am kommenden Dienstagnachmittag angeboten. Prima, grinste Elias, rückte seine Mütze zurecht, schlug Flo, die sich die letzten Reste Brezen aus dem Brotkorb stibitzen wollte, einmal kurz auf die Finger und sagte dann, so, jetzt müssen wir nur noch klären, wer der Chef der ISA-Detektive ist. Flo grinste breit. Also eins ist sicher. Jemand, der gestern noch aussteigen wollte, ist schon mal nicht unser Chef. Und das nächste Kapitel heißt Streifzüge. Und das müsst ihr alleine lesen in dem Buch ISA-Detektive, falscher Alarm. Erschienen im Oettinger Verlag. Genau. Ihr habt vielleicht gehört, dass ich vorhin gelacht habe kurz über die Tiere der Kinder. Die haben nämlich alle lauter Namen von Politikerinnen und Politikern. Zum Beispiel gibt es die Wellensittiche Franz und Josef. Und es gab einen sehr berühmten bayerischen Ministerpräsidenten, der hieß Franz Josef Strauß. Vielleicht kennt ihn jemand von euch. Wenn nicht, eure Eltern, die kennen ihn sicher. Und genauso gibt es auch in den Käfigen und Körben Meerschweinchen namens Edmund. Und es gab auch einen bayerischen Ministerpräsidenten, der hieß Edmund Stoiber. Ist also sehr lustig, wie die heißen. Und im ersten Kapitel, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, da stoßen sie ganz am Anfang mit Spezi an. Und Spezi hat ganz viel mit uns Grünen zu tun. Denn die Fraktionsvorsitzende von den Grünen, die Fraktionen, das sind die Gruppen im Landtag. Jede Partei bildet so eine Gruppe, so eine Fraktion. Und unsere Fraktionsvorsitzende von den Grünen, die Katharina Schulze, die trinkt für ihr Leben gerne Spezi. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt an Abgeordnete, könnt ihr immer an die Büros schreiben. Ich weiß, dass sich von euch vielleicht jemand melden wird und deshalb könnt ihr gerne mein Büro per Mail erreichen und dann schreibe ich euch zurück. Tschüss und viel Spaß mit den ISA-Detektiven. Tschüss.